willkommen zu Folge 3 beim Brotbau. In der letzten Woche haben wir uns ja um den Rumpf gekümmert und haben hier das erste Schott eingestellt. Und jetzt in dieser Woche sind wir hier in dem mittleren Teil zuwege und das schauen wir uns jetzt hier mal kurz an. Und zwar ist das genau hier im Maschinenraumbereich zwischen den beiden Shots. Da werden wir jetzt also aktuell erstmal dran arbeiten. Dran arbeiten heißt in dem Fall, dass wir uns hier erstmal anschauen mussten, wie wir hier weiter vorgehen, wie wir die Teile richtig positionieren. Wir können uns zwar hier an der Stelle an dem Shot ausrichten, was eben den Längsabstand abgeht, aber die Querausrichtung, da muss man halt erstmal genau hinschauen. Die Teile da auszurichten ist halt insofern schwierig, weil sie eben genau unten in der Mitte ein Loch haben, beziehungsweise eben einen Durchschub, wo dann die Längsaussteifungen reinkommen. Insofern gab es einfach keine exakte Mitte an den jeweiligen Spantenblechen, wo wir mittig hätten ausrichten können. Also mussten wir uns hier erstmal ein bisschen was überlegen, wie wir das vernünftig hinbekommen. Was eben zum Beispiel an der Stelle nicht funktioniert, ist einfach eine Wasserwaage oben drauf zu legen, weil die Bleche natürlich noch nicht zwingend in ihrer perfekten Position sind. Also je nachdem müssen wir halt schon noch mal ein bisschen was hochdrücken oder ja auch ziehen. Und insofern ist halt mit Wasserwaage arbeiten hier, um die Mittigkeit zu finden, nicht das richtige Mittel. Wir haben uns dann letzten Endes kleine Hilfsbleche an die Spanten dran geschweißt, sodass wir eben dann doch einen exakten Mittelpunkt hatten und damit dann eben auch perfekt ausrichten konnten. Weiterhin war es dann hier erstmal notwendig, noch die Ösen zu entfernen, mit denen wir die Bleche reingehoben haben. Das machen wir jetzt hier auch gleich Stück für Stück, damit wir dann eben auch an den Stellen ja überhaupt die anderen Teile einbauen können, wo eben bisher die Ösen saßen. Was man hier auch schön sehen kann, die Kamera steht gerade auf dem Rumpf und alles bewegt sich hier natürlich hin und her beim Laufen. Es ist natürlich alles noch beweglich und verformbar. Das soll ja auch so sein. Mittlerweile ist dann auch das erste Spant und die drei Längsaussteifungen eingeführt. Hier kommt jetzt das zweite Spantteil dann entsprechend gleich dran. Die Längsaussteifungen hören dann an der Stelle auch erstmal auf, denn dahinter beginnen die vier Löcher im Rumpf, wo dann eben entsprechend später der Kiel drunter gehangen wird. Und während hier das erste größere Teil als Längsaussteifung hineingeflogen kommt, noch kurz ein Satz zu diesen Löchern eben. Es war auch eine Frage unter den letzten Videos. Ja, die Löcher sind dazu da, damit man dann eben, wenn der Kiel drunter gehangen wird, hier reingreifen kann und dann entsprechend ja noch Schweißnähte setzen kann. Unterdessen haben wir auch das zweite Teil für diese Aussteifung eingesetzt. Und ihr seht hier jetzt recht schön, dass da eben noch Licht drunter herkommt. Das heißt, wir müssen eben hier die Bleche aneinander ziehen, damit das dann eben auch die richtige Form annimmt. Und bevor wir das dann alles endgültig heften können, setzen wir das zweite Schott schon mal rein als weiteren Punkt, um eben daran ausrichten zu können. Mit dem Schott haben wir dann halt wieder auch einen exakten Mittelpunkt und können von dort aus eben zur Seite weg messen, um eben auch da diese Längsaussteifung an die richtige Position zu drücken, weil hier würden sie jetzt im Moment noch hinten ein bisschen reinstehen und dann wären sie eben nicht gerade eingebaut. Würden wir also hier vor dieser Ausrichtung in Längsrichtung schon nach oben ziehen, würden wir uns also auch das Unterblech in die falsche Richtung ziehen, in die falsche Position ziehen. Und das gilt es natürlich an der Stelle zu vermeiden. Ihr seht es jetzt hier auch an dem Shot sehr schön. In der Mitte die Spitze liegt auf und links und rechts liegt es hier und da immer mal auf, aber eben nicht durchgehend. Und das ist eben genau das, was wir jetzt hier Stück für Stück machen, dass wir uns dann die Bleche hochziehen und genau an die Teile dran ziehen, damit sie vernünftig sitzen und wir unsere Rumpfform erhalten. Hierfür nutzen wir natürlich wieder unsere Kettenzüge, um uns das Blech entsprechend ranzuziehen. Bei diesen Teilen und an den Positionen macht es weniger Sinn, von unten zu drücken. Da würden wir es uns gegebenenfalls nur schief drücken und in die falsche Position drücken. Aber das muss man immer je nach Situation und Position entscheiden, ob jetzt ziehen oder drücken in dem Moment sinnvoller ist. Dann wurde es für die Kamera so langsam ein bisschen eng auf dem Rumpf, also habe ich euch die mal woanders hin positioniert. Und hier die mittlere Sektion haben wir jetzt im Grunde erstmal fertig vorgeheftet. Das ist dann der Bereich, wo normalerweise dann auch der Motor drauf zu stehen kommt. In unserem Fall dann halt hinterher später wahrscheinlich eben die zwei Elektromotoren dann ein bisschen seitlicher davon. Und wir fangen jetzt hier an, nebendran eben die weiteren Spantenteile einzubauen. In der Perspektive seht ihr jetzt auch hier vorne an der Blechkante schön, dass da zum Beispiel eben noch ja durchaus eine recht heftige Welle drin ist. Aber genau darum geht es jetzt eben hier Stück für Stück mit Drücken und Ziehen, genau das rauszuholen und die richtige Rumpfform eben mit diesen Aussteifungen dann zu erreichen.
In dem Bauteil haben wir dann auch wieder drei Spantenteile, die exakt an der gleichen Position sitzen wie in der mittleren Sektion. Dann kommt hier wieder ein Längsaussteifungsteil hinein, was durch diese drei Spanten durchgeht. Und daran wird dann wiederum ein durchgehendes Längsaussteifungsteil drangesetzt. Das sind eben jetzt genau die vielen kleinen Puzzleteile, die wir die letzten Wochen immer hergestellt haben und vorbereitet haben und die wir jetzt hier mehr oder weniger nur noch zusammenpuzzeln müssen, nur noch natürlich in Anführungszeichen. Da ist natürlich trotzdem eine Menge dran zu tun. Wenn ihr jetzt hier auf der linken Seite mal so ein bisschen hinschaut, da haben wir jetzt zum Beispiel eine recht große Lücke, das waren fast 2 cm, die das Teil hier nicht anlag. Wir haben uns dann hier mit unserem Hydraulikstempel beholfen. Der kleine konnte leider nicht genug drücken, beziehungsweise das kleine Spreizerteil. Also haben wir nochmal umgebaut auf den großen Hydraulikzylinder und haben es dann entsprechend damit rangedrückt und das Blech entsprechend geformt. Da war jetzt natürlich tatsächlich mal ein recht großer Spalt. Ansonsten sind die Teile eigentlich immer bis auf wenige 2-3 mm schon fast exakt an der richtigen Stelle. Also es ist schon erstaunlich, wie sehr sich die Bleche dann doch auf diesen simplen Böcken schon in die richtige Form begeben haben und zumindest grob die Form angenommen haben. Dann waren wir auf der Backbordseite fertig mit diesen Bauteilen und haben natürlich exakt das gleiche nochmal auf der Steuerbordseite gemacht. Auch wieder die Teile reingesetzt, uns ausgemessen, immer wieder mit unseren einschaltbaren Magneten hier vorfixiert an den richtigen Positionen. Das macht es natürlich leichter und klar, je mehr Teile drin sind, umso einfacher können wir natürlich hier die Positionen auch messen. Jetzt haben wir Referenzpunkte zum Messen, was eben ganz am Anfang einfach noch nicht der Fall war. Wie bei allen bisherigen Bauabschnitten ist es natürlich auch hier so, wenn man erstmal so ein bisschen seine Taktik hat, wie man vorgeht, wie man die Teile positioniert, fixiert und damit umgeht, dann geht das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch schon deutlich schneller von der Hand. Und somit sind wir dann auch hier mit dem Bauabschnitt relativ schnell fertig. Und dann geht es im Heck des Bootes weiter. Auch das zeige ich euch nochmal kurz auf dem Plan. Wir sind also jetzt hier hinter dem Schott, wirklich im Heckbereich. Und müssen natürlich da genauso ähnliche Bauteile einsetzen. Auch hier die gleiche Taktik wieder, kurz unten ein Mittelblech drauf geschweißt, damit wir exakt die Position finden können. Mit den Magneten vorfixieren, das Ganze nochmal ein bisschen hin und her drücken und dann können wir es entsprechend korrekt heften. Wie schon im mittleren Teil ist auch hier bei diesen ersten beiden Spantenteilen keine Längsaussteifung drin, weil dort eben noch die Kiellöcher unten drunter sind und somit kommen auch hier erstmal links und rechts die großen Längsaussteifungsteile dran. Somit ergibt sich dann hier erstmal ja, wie so ein kleiner Kasten nochmal, der erstmal für sich alleine eigenständig steht. Natürlich kommen dann da weitere Längsaussteifungen und auch weitere Spanten dran. Aber erstmal setzen wir halt hier diesen kleinen Bereich und ziehen uns auch da die Teile wieder in die korrekte Position. Und an der Stelle geht es dann im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch bitte ein Like, folgt unserem Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal.